ein Schluck Wasser aus dem Bach. Eigentlich das Natürlichste der Welt. Doch das können wir uns heutzutage gar nicht mehr leisten. Viel zu gefährlich. Reines, unbelastetes Trinkwasser, das wird immer knapper. Aber warum ist das eigentlich so? Wie steht es denn um unser wertvollstes Lebensmittel, das Trinkwasser? Um das herauszufinden, bin ich heute in Franken unterwegs. Und nur so viel schon vorweg. Hier ist das Trinkwasser besonders in Gefahr. Wasser. Rein und klar. Ohne das kostbare Nass könnten wir nicht existieren. Es ist der Quell allen Lebens. Ob als heißer Dampf, als kaltes, festes Eis oder eben flüssig. Mehr als 2/3 unserer Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Doch mit unserem Lebenselixier gehen wir nicht gut um. Wir verschwenden es nicht nur, wir verschmutzen und vergiften es sogar. Daran ändert auch die Politik nicht viel. Hat das Lebensmittel Nummer 1 keine Lobby? Das mittelfränkische Wasser Mungenau. Im Tal der Retzert gibt es reichlich Wasser. Das wird hier im Wasserwerk gewonnen. Wir Verbraucher nutzen davon fast 130 Liter jeden Tag. Zum Glück gibt es in Deutschland noch genug Trinkwasser. Doch wie steht es eigentlich um die Qualität? Um das herauszufinden, haben wir Regensburger Schüler im Rahmen ihres beruflichen Praxisseminars einmal losgeschickt. Trinkwasser aus Bayern. Das Beste in ganz Europa. Aus reinsten Quellen entnommen. Wasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Es enthält wichtige Mineralien, die der Körper braucht. Aber Moment mal, hat man nicht in letzter Zeit viel über Nitrat, Medikamentenrückstände, Legionellen oder Plastikteilchen im Trinkwasser gehört? Das nehmen wir unter die Lupe. Drohen etwa gar Gesundheitsgefahren aus dem Wasserhahn? Also alles zurück auf Anfang. Mal schauen, wie die Regensburger ihr Wasser so finden. Ich finde, dass Regensburg das beste Trinkwasser von ganz Deutschland fast hat. Also ich finde es besser als von Nordrhein-Westfalen. Also die Qualität ist hervorragend. Man kann direkt aus dem Wasser raustrinken. Es schmeckt neutral und ist einfach super. Ich trinke gern Trinkwasser und nehme es auch aus der Leitung. Doch auf den Geschmackstest verlassen wir uns nicht. Hallo. Wir wollen wissen, wo das wertvolle Nass herkommt und besuchen Alfons Trettenbach, den Werksleiter des Wasserzweckverbandes Naab-Donau-Regen. Das Problem beim Trinkwasser? Was wir Menschen auch immer an Schadstoffen in die Umwelt einbringen, es sickert mit dem Regen in den Boden und dann ins Grundwasser. Und dort hält es sich oft jahrzehntelang. Wie das giftige Pflanzenschutzmittel Atrazin. Das Atrazin ist seit Anfang der 90er Jahre verboten einzusetzen, aber wir leiden nach wie vor unter diesen Nachwirkungen von dieser Einbringung. Damit Alfons Trettenbach die Grenzwerte für Atrazin einhalten kann, mischt er das Wasser von mehreren Brunnen, die unterschiedlich stark betroffen sind. Neben solchen altbekannten Problemen treten ständig neue auf. Wie Mikroplastik. Hier schlagen Verbraucherschützer wie Stefanie Ertel Alarm. Hallo. 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 Also schön, dass ihr Zeit habt. Ja, schön, dass ihr da seid. Zu Mikroplastik zählen alle Plastikteilchen unter 5 mm Größe. Primäres Mikroplastik wird gezielt Produkten wie Zahnpasta oder Kosmetika hinzugegeben. Wir haben beispielsweise hier auch aus dem Peeling-Produkt Mikroplastik herausgefiltert. Man sieht, das sind ganz feine Partikel, die man so auf Anhieb mit dem bloßen Auge einzeln gar nicht erkennen kann. Was für Folgen kann es denn für den menschlichen Körper haben, wenn man Wasser mit Mikroplastik zu sich nimmt? Bundesamt für Risikobewertung hat jetzt eine Stellungnahme zu polyethylenhaltigen Plastikhügelchen in Kosmetika herausgegeben. Und man nimmt an, dass ein gesundheitliches Risiko für Verbraucher unwahrscheinlich ist. So die momentane Bewertung. Sekundäres Mikroplastik. Plastikteilchen, die sich zum Beispiel bei Waschgängen aus Kunststofffasern lösen und mit dem Abwasser in die Umwelt gelangen. Ein Problem für das Ökosystem. So, jetzt haben wir ja schon einiges gehört, was drin sein soll.
Schauen wir noch mal ins Labor, was wirklich drin ist. Dabei hilft uns Professor Reinhard Wirth. Ja, es geht ja um Trinkwasseranalyse. Und dazu müssen wir aufgrund der Bestimmungen bis zu 100 Milliliter analysieren. Der Molekularbiologe an der Uni Regensburg nimmt unsere selbstgezogenen Wasserproben unter die Lupe. Dazu kommt ein steriler Filter auf die Absaugeapparatur. Anschließend geben wir 100 Milliliter unserer Trinkwasserprobe darauf und saugen das Ganze durch den Filter. Dabei bleiben sämtliche Teilchen im Filter hängen. Dieser kommt dann in eine Schale, in der Bakterien gut wachsen können. Während die Bakterien sich im Brutschrank vermehren, untersuchen wir die Nitratbelastung. Dazu vergleichen wir Proben aus Regensburg mit Proben aus dem Landkreis. So in dem Bereich würde ich sagen, also zwischen 10 und 25. Also in beiden Fällen sind wir auf der sicheren Seite. Danach werten wir die Proben vom Anfang unter dem Mikroskop aus und schauen gezielt nach Legionellen und Mikroplastik. Hier haben wir jetzt eine Kolonie in diesem Quadrat, also ein Bakterium pro Milliliter. Über das Mikroplastik lassen sich keine genauen Aussagen treffen, da bei der geringen Größe das Material des Teilchens nicht bestimmt werden kann. Es könnten auch nur Verschmutzungen sein. Bei den Legionellen dieser Agar ist schwarz, da ist unter anderem Aktivkohle drin. Und Sie sehen jetzt die Kolonien. Das sind jetzt also 20, 30 pro 100 Milliliter. Also auch hier ist man absolut auf der sicheren Seite. Das heißt also, mit unserem Trinkwasser sind wir mikrobiologisch gesehen sicher. Alles unterhalb der Grenzwerte. Die Belastung scheint im Rahmen zu sein. Klar ist aber auch, die viel gepriesene Qualität unseres Grundwassers gilt nur für 2/3 der Vorkommen. Des bayerischen Trinkwassers ist bei weitem nicht so rein und unbelastet, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin jetzt hier in Wassermungenau im Wasserwerk und bei mir ist Werkleiter Friedrich Zapp. Hallo, Herr Zapp. Hallo. Wie steht es denn um die Qualität bei Ihnen? Die Qualität des Wassers bei uns ist sehr gut. Wir haben also keine Probleme, die Anforderungen der Trinkwasserverordnung einzuhalten. Das heißt, bei Ihnen gab es noch nie die Situation, dass Sie auch mal den Brunnen schließen mussten? Nein, hat es noch nie gegeben. Die Belastungen waren bisher nicht so hoch, dass das bei uns der Fall gewesen wäre. Das Wasser, das jetzt hier durch die Rohre läuft, ist das jetzt schon aufbereitet? Wir nehmen hier Eisen und Mangan aus dem Rohwasser heraus. Das macht man, damit das Wasser schön klar ist und damit es sonst der optische Eindruck eben sehr gut ist vom Trinkwasser. Grundsätzlich wäre Eisen und Mangan keine Gefährdung, wir können es auch so trinken. Nur dann wäre das Wasser wahrscheinlich braun und das will ja keiner. Genau, so ist es. Wie alt ist das Wasser aus dem Brunnen hier? Es kommt darauf an, aus welchen Brunnen es gefördert wird. Wir haben flachere Brunnen, da ist das Wasser so 1 bis 10 Jahre unterwegs. Und wir haben aber auch 2 Tiefbrunnen, aus denen das Wasser bis zu 3000 Jahre alt ist. Jetzt ist ja die Qualität des Wassers ein ganz großes Thema, auch in Bezug auf Nitrat. Wie schaut es hier aus bei Ihnen? Ja, das Nitrat ist ein Problem, das haben wir eigentlich deutschlandweit, auch speziell hier in Mittelfranken und natürlich auch bei uns im Einzugsgebiet. Aber dafür haben wir einen eigenen Mitarbeiter, das ist der Herr Freitag, und der wartet auf Sie. Und er erklärt mir das? Ja, der erklärt Ihnen das. Mit Agraringenieur Christian Freitag bin ich heute im Landkreis Roth unterwegs. Wir sind im Trinkwasser von Wassermungenau auf der Spur. Erste Station, eine sogenannte Vorfeldmessstelle. Nur Christian Freitag verfügt über den passenden Schlüssel, um hier zu öffnen. Das lassen wir jetzt da runter? Ja. Diese Messstelle liegt genau an der Grenze des Trinkwasserschutzgebietes. Auch wenn hier noch kein Trinkwasser entnommen wird, das Wasser steht unter genauer Beobachtung. Kann man denn jetzt sagen, wie viel Nitrat hier konkret im Wasser ist? Ja, diese Vorfeldmessstelle wurde getestet und beprobt. Und hier an dieser Vorfeldmessstelle bewegen wir uns zwischen 60 und 80 Milligramm pro Liter Nitrat. Aber das ist nicht unsere größte. Wir haben Vorfeldmessstellen, die gehen bis zu 130, 140 Milligramm pro Liter. Und das ist besorgniserregend. Ja, weil eigentlich ist ja nur ein Höchstwert von 50 Milligramm zugelassen. Da haben Sie recht. Die 50 Milligramm pro Liter stehen
festgeschrieben in der strengen Trinkwasserverordnung und die gelten für das Trinkwasser. Mhm. Aber das heißt ja wirklich ganz konkret, dass alles, was hier gedüngt wird, in die wasserführenden Schichten dann weitergeleitet wird und hier ankommt? Die sickern durch die einzelnen Bodenschichten, gelangen hier an, gehen dann Richtung unsere Brunnen. Da wird zwar noch ein kleiner Teil abgebaut, aber der Großteil kommt leider dort an. Ja, und genau deshalb sollten die Bauern natürlich auch nur so viel düngen, wie die Pflanzen wirklich aufnehmen können. Das Ganze ist ja von der EU in der Nitratrichtlinie festgelegt worden und bei uns in der Düngeverordnung umgesetzt. Aber ja, da hapert es eben gewaltig. Deutschland ist Vorletzter. Nach uns kommt nur noch Malta mit noch höheren Nitratbelastungen. Nitrat. Mehr als 50 Milligramm pro Liter sind gesundheitsschädlich. Zu viel gilt als krebserregend. Die Folgen zeigen sich überall in Deutschland. Große Teile des Grundwassers in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind mit Nitrat belastet. Niedersachsen ist am stärksten betroffen. Wasserversorger beobachten die Entwicklung mit Sorge. Denn in Norddeutschland werden 80-100% des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen. Wegen der hohen Nitratwerte mussten in der Vergangenheit bereits Brunnen geschlossen werden. Egon Harms kümmert sich um das Wasser in Teilen von Westniedersachsen. In den Ställen und Biogasanlagen hier entstehen riesige Mengen Gülle und Gärreste. Viel zu viel für die Region. Es wird in keiner Weise ausreichend kontrolliert. Es werden nur 1% der Betriebe kontrolliert. Das heißt, ein Betrieb kommt pro 100 Jahre dann einmal dran. Egon Harms verlangt, dass endlich alle Daten rund um das Düngen pro Bundesland zentral erfasst werden. Ulrich Löhr ist Landwirt. Der Vertreter des niedersächsischen Landvolks, also des Bauernverbands, wehrt sich gegen die Forderung nach verschärften Düngekontrollen. Es gibt nach wie vor, wie in jedem anderen Bereich, auch schwarze Schafe, die gesetzliche Regularien übertreten. Trotzdem brauche es keine weiteren Kontrollen, findet Ulrich Löhr. Das reicht dem niedersächsischen Landwirtschaftsminister Christian Meyer nicht. Er kämpft für mehr Transparenz. Also die zuständige Düngebehörde fährt zurzeit ein Stück weit blind. Es muss zwar gemeldet werden von Gülle, die von A nach B geht, aber unserer zuständigen Behörde ist nicht bekannt, wo eigentlich die Ställe stehen, wie viele Tiere dort gehalten werden, wie viel eigentlich entsteht und welche Flächen beim Landwirt vorhanden sind. Verantwortlich für die Düngeverordnung ist Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hier auf der Grünen Woche in Berlin. Eine Erfassung pro Bundesland hält er für unnötig, denn am Ende sei das Düngen Sache der Landwirte. Kritik an seinem Entwurf weist er zurück. Ich mag schon überhaupt nicht, wenn ich, bevor ich überhaupt eine Stellungnahme zu meinem Entwurf habe, es aus allen Ecken schallt. Jeder hat die Verpflichtung, sich am Thema zu orientieren und das empfehle ich allen. Bei genauer Lektüre ist mein Entwurf, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also der Entwurf des Bundesagrarministeriums ist aus meiner Sicht völlig unzureichend. Er erfüllt nicht die Mengenprobleme, die wir in Niedersachsen haben. Wir brauchen endlich eine bessere Erfassung der Düngung. Nicht nur Christian Meyer, auch die Wasserversorger haben sich von dem Entwurf zur Düngeverordnung viel mehr erhofft. Herr Schönauer, seit vielen, vielen Jahren kämpfen Sie für unser Trinkwasser. Wie sehen Sie denn die Debatte um die Düngeverordnung? Diese Düngeverordnung ist längst überfällig. 1991 hat die EU eine Nitratrichtlinie erlassen, weil wir zu viel Nitrat in unseren Böden und im Trinkwasser hatten. 15 Jahre ist nichts geschehen in der Bundesrepublik Deutschland. Und 2006 hat der Herr Seehofer als Landwirtschaftsminister im Bund eine sehr schwache Verordnung rübergebracht, die nichts bewirkt hat. Deswegen haben wir heute die Situation, dass ein Vertragsverletzungsverfahren die Bundesregierung aufgeschreckt hat. Und sie tut so, als ob sie nun bereit wäre, eine Düngeverordnung anzugehen. Das heißt, die Politik hat es verschlafen? Die haben es bewusst verzögert, weil die Lobby der Bauernverbände nicht nur in Bayern, sondern europaweit auf die Politik dermaßen hart eingegangen ist, dass sie sich nicht getraut haben, hier was zu tun. Und die Verbraucher, Verbraucherinnen sind diejenigen, die das ausbaden müssen. Wie steht es denn um unser Wasser hier bei uns in Bayern? Wir haben Gebiete, in denen das Trinkwasser als gut bezeichnet wird, 2/3.
und ein Drittel schlecht. Und wenn ich aber ein Drittel als schlecht bezeichnen muss, dann ist das eigentlich ein Skandal. Mittlerweile wurden ja hunderte von Brunnen aufgegeben, die zu stark mit Nitrat versehen waren, die kaputt waren. Und man bohrt dann tiefer, man nimmt andere Brunnen in Angriff. Das ist nichts anderes wie verbrannte Erde. Eigentlich ist das keine richtige Statistik, die wir haben, weil alle Brunnen, die nicht mehr gebraucht werden können, aus der Statistik heraus sind. Wie könnte eine Lösung Ihrer Meinung nach aussehen? Wir brauchen klare Hoftorbilanzen, damit der Bauer nachweisen muss, was er alles in seine Äcker reingibt. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, dass die Dinge gar nicht so deutlich angegeben werden müssen. Und dazu muss auch dabei sein, Gärmittelreste aus der Biogasanlage, die bisher nicht aufgeführt wurden. Da muss die Obergrenze 170 Kilogramm eingehalten werden. 240 Kilogramm verträgt kein Boden. Die Politik ist natürlich weiter gefordert. Es gibt noch allerhand zu tun. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, nur um eins klarzustellen, wir brauchen die Landwirtschaft natürlich für unser täglich Brot, aber wir brauchen sie eben so, dass sie unser Trinkwasser nicht belastet. Und das gilt auch für Flüsse, Bäche oder Seen. In Bayerns Bächen und Flüssen versteckt sich ein Problem. Da zum Beispiel in der niederbayerischen Rott. Sie sehen es nicht vor lauter Idylle, gell? Sie müssen nur besser hinschauen. Das ist halt das Problem mit diesem Problem. Wer es nicht weiß, der merkt es nicht. Aber da ist was drin, was da nicht reingehört in die Rott. Um mich geht's da natürlich nicht. Sondern vielleicht haben Sie es ja gesehen, dass man unter Wasser fast gar nichts sieht vor lauter Dreck. Schwebestoff ist denn das. Was man allerdings nicht sieht, das sind Nitrate, Phosphate und was da noch alles drin ist. Welche Probleme das Zeug verursacht und was man eigentlich dagegen tun könnte, das will ich heute mal rausfinden. Meine erste Station, diejenigen, die Bayerns Gewässern so nahe kommen wie sonst eigentlich kaum jemand. Die Angler, in diesem Fall vom Bezirksfischerverein Eckenfelden in Niederbayern, die leiden mit ihrer Rott. Würden Sie sagen, dass die Rott ein gesundes Gewässer ist? Ein gesundes mit Sicherheit nicht. Woran fehlt's? Es fehlt am Sauerstoff. Das kommt durch den Nährstoffeintrag. Das ist sauerstoffzehrend, wenn die Substanzen drin sind. Die kommen überwiegend aus der Landwirtschaft, durch Abtrag, also durch Erosion. Besonders schlimm, wo da erosionsanfällig sind, dann natürlich die Maisfelder. Der Mais. Mal wieder. Aber im Prinzip ist es wurscht, ob Mais, Rüben oder Weizen. Wenn der Acker bis ans Ufer geht, dann schwemmt's Dünger, Gülle, Humus, alles rein ins Gewässer. Die Folgen für das Ökosystem sind schon jetzt massiv. Ja, es ist so, dass die ursprünglich heimischen Fischarten, Barbe und Nase, die werden immer weniger, weil der Lebensraum, die brauchen Kies. Der Lebensraum ist nicht mehr geeignet und natürlich die Artenvielfalt, die sinkt immer mehr. Was da helfen würde? Einfach so ein Stück Wiese, zumindest ein 5 Meter breiter Uferrandstreifen. Der würde den meisten Dreck zurückhalten. Dafür kämpfen Fischer und Naturschützer schon seit langem. Das klingt ja einfach, aber man kann die Bauern ja nicht dazu zwingen, quasi 5 Meter herzuschenken, oder? Solche Uferrandstreifen sind in Baden-Württemberg zum Beispiel gesetzliche Pflicht. In Hessen auch, genauso in Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen, im Saarland, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also kurz gesagt überall, nur nicht bei uns in Bayern. Bei uns glaubt die Politik es besser zu wissen. Was das für unsere Gewässer bedeutet, wird an diesem Zufluss der Rott erforscht. Von Wissenschaftlern für aquatische Systembiologie. Was die hier wollen? Ziel ist es, herauszufinden, ob die Feinsedimenteinträge, wie sich die auswirken auf das gesamte Gewässersystem. Deshalb beproben die Wissenschaftler den Bach seit 2013 jede Woche an insgesamt 12 Stellen. Einfach gesagt, wie viel Dreck ist drin, wie viel Sauerstoff ist im Wasser, wie verändert das die Lebensbedingungen? Endgültige Ergebnisse gibt es noch nicht, aber erste Beobachtungen. Ja, bei den Fischen zum Beispiel kann man sagen, dass so typische strömungsliebende Fischarten wie jetzt Forelle, Esche, Nase oder Barbe jetzt nur noch in Restpopulationen vorkommen, weil eben das Kieslückensystem am Gewässerbett ist durch die Feinsedimente verstopft und bestimmte Lebensstadien, wie jetzt zum Beispiel die Eier dieser Fische oder die Larven, die benötigen eben dieses Kieslückensystem, um sich darin zu entwickeln.
Wie es um die Qualität der bayerischen Gewässer insgesamt steht, hat 2014 das Landesamt für Umwelt in einer groß angelegten Risikoanalyse bekannt gegeben. Das Ergebnis: Über 70% der Flüsse, hier gelb eingezeichnet, sind in einem nicht guten oder nicht sehr guten Zustand. So wie die Rott. Ja, das ist also eine typische Stelle. Probieren Sie es selber mal. Ja. Sie da selber überzeugen können. Hier sollte ein Kiesgrund sein. Ja, da kommt kein Grund. Aber Meter tief, nur Schlamm. Ja, da wischen Sie einen Grund überhaupt nicht. Nein. Das ist alles voll mit Schlamm. Ich habe die Hoffnung, weil dass irgendwann mal das Einsehen kommt, dass man da mehr machen muss. Momentan setzt der Bayern auf mehr Freiwilligkeit. Allerdings ist der Anreiz meines Erachtens zu niedrig. Meines Erachtens müsste es über gesetzliche Vorgabe gehen. Aber mit der Freiwilligkeit, so wie es bislang ist, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Weil eben die Politiker bisher nicht weiterkommen. Deshalb haben sich die Fischer mit Naturschützern und Landwirten zusammengetan und hier und da erste Erfolge erreicht. Aber die Forderung bleibt: Bayern braucht ein Gesetz. Der Landwirtschaftsminister aber hängt an seiner Freiwilligkeit. Weil die aber nicht so wirklich klappt, droht er den Landwirten jetzt doch ein bisschen. Wenn letzten Endes es sich herausstellen sollte, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, müssen wir selbstverständlich auch darüber nachdenken, wie wir auch mit den entsprechenden Vorgaben eben den Wasserschutz gewährleisten können. Klingt nicht wirklich wild entschlossen. Bis 2021 soll sich nichts ändern. Oh mein. Uferrandstreifen müssen auch in Bayern her. Wie? Das ist der Natur egal. Wann? Möglichst sofort. Aber ganz ehrlich, das wird noch dauern. Puh, hört sich an wie ein Rasenmäher, fährt wie ein Rasenmäher, ist aber keiner. Das ist eine Nitratraupe. Und mit der werde ich jetzt erstmal Bodenproben nehmen. Ich versuch's zumindest. Mal gucken, ob ich's wieder ankriege. Natürlich ist der Landwirt darüber informiert, dass ich heute über sein Maisfeld steuere. Agraringenieur Christian Freitag wacht hier nicht nur über meine Fahrkünste, sondern auch über die Düngermengen. Schließlich sind wir mitten im Trinkwasserschutzgebiet. Zu viel Nitrat im Boden wäre hier fatal. Fangen wir an, oder? Ja, fangen wir mal. Ein paar Proben vor uns. Das Feld ist das groß. Soll repräsentativ sein. Legen wir los. Also. Wenn Sie mal das Gerät einfach starten. Wo denn? Hier an der Seite. Ach, das ist wieder wie Rasenmäher. Wie Rasenmäher, okay. Bitte schön. Rasenmäher, die zweite. Sehr gut. Das war der Motor für das Bohrgerät. Und damit geht's 90 cm tief senkrecht ins Erdreich. Sehen Sie, das Ganze ist voll. Also wir haben eine gute Bodenprobe gezogen. Ja, wir sind schon gut eingespieltes Team. Stopp! Haben Sie was vergessen? Ja, nehmen Sie das senkrecht und fahren direkt an der Kante entlang. Sehr gut. Ja, da geht's ganz schön genau zu. Ich darf kein Krümelchen Erde aus einer anderen Schicht reinmischen. Ja, man sieht die Trockenheit in Mittelfranken. Da muss man aufpassen, dass man es auch noch in den richtigen Eimer wieder packt. Ja, und dass man nicht abrutscht und sich dabei verletzt. Oh ja. Hier an diesem Maisfeld ziehen wir zwischen 10 und 15 Proben. Die geben wir dann in ein zertifiziertes Labor und von dort erhalten wir dann die Nitrat- und Ammonium-Stickstoffwerte. Ja, zu viel Stickstoffdünger, der sich in Form von Nitrat in unserem Boden verlagert, ist eine Gefahr für unser Trinkwasser. Es gibt aber noch eine ganz andere, die nicht einmal routinemäßig untersucht werden muss. Eine braune, unappetitliche Brühe. Schwer vorstellbar, dass hieraus wieder sauberes Wasser wird. Mit den meisten Verschmutzungen werden unsere Kläranlagen spielenfertig. Einige Substanzen allerdings bereiten zunehmend Probleme. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir vermehrt festgestellt, dass wir zwar klares Wasser haben, aber doch viele sogenannte Spurenstoffe drin haben, wie Arzneimittel, Waschmittelinhaltsstoffe, Pflanzenschutzmittel. Ein Cocktail, der Umweltchemikern wie Klaus Kümmerer Sorgen bereitet. Die Liste giftiger Chemikalien im Wasser wird immer länger.
Problematisch sind vor allem die zunehmenden Arzneimittelrückstände. 10-15% aller Arzneimittelreste werden von Patienten achtlos ins Abwasser gekippt. Darüber hinaus kann der menschliche Körper viele Medikamente nicht vollständig verwerten. So werden bei Antibiotika 70% der Wirkstoffe wieder ausgeschieden. Bei manchen Substanzen sind es noch mehr. Beim Grippemittel Tamiflu 80-90% und beim Diabetesmedikament Metformin sogar 100%. Bedenkliche Zahlen. Medikamente, die uns gesund machen sollen, kontaminieren mit ihren Inhaltsstoffen auch unser Wasser. Und selbst moderne Kläranlagen schaffen es nicht, diesen chemischen Cocktail aus dem Wasser zu entfernen. Seit einigen Jahren erproben Forscher zwar neue Verfahren wie die Behandlung mit Ozon. Allerdings zeigt sich jetzt schon, dass keines dieser Verfahren alle Stoffe entfernen kann. Und einige dieser Verfahren, die in Diskussion sind, produzieren sogar neue Stoffe aus diesen Spurenstoffen, die wir zum Teil gar nicht kennen, nicht bewerten können. Und einige sind anscheinend sogar toxischer als die Ausgangsstoffe. Tatsächlich gibt es schon Beispiele dafür, dass Arzneimittelrückstände unliebsame Auswirkungen haben können. Seit einigen Jahren registrieren Wissenschaftler, dass Rückstände von Antibabypillen im Wasser zu einer Verweiblichung von Fröschen und Fischen führen. In den USA beobachten Forscher, dass männliche Alligatoren zu kleine und deformierte Geschlechtsorgane entwickeln. Die Ursache auch hier: Hormone im Wasser. In Indien und Pakistan drohte vor einigen Jahren sogar das Aussterben von drei Geierarten. Sie hatten über verendete Rinder Rückstände des Schmerzmittels Diclofenac aufgenommen. Und beim Menschen? Keiner weiß es genau. Mit Hilfe von Zellkulturen versucht Klaus Kümmerer, Klarheit zu bekommen. Immerhin, zunächst mal kann er Entwarnung geben. Für den Menschen besteht keine aktuelle Gefahr, dafür sind die Konzentrationen zu gering. Das heißt, sie müssten mehrere tausend Liter Wasser trinken. Und das schaffen sie natürlich nicht. Doch niemand kann sagen, welche Wechselwirkungen zwischen den tausenden Substanzen entstehen können. Niemand weiß, wie Menschen darauf reagieren, jahrelang Arzneistoffe in niedriger Dosierung aufzunehmen. Bislang wird ihre Wirksamkeit nur im Rahmen von Therapien über einen begrenzten Zeitraum getestet. Im Wasser bleiben diese Stoffe aber viele Jahre erhalten. Es gibt ja Beispiele wie bestimmte Pflanzenschutzmittel, die schon seit 10, 20 Jahren oder noch länger verboten sind, die man insbesondere im Grundwasser immer noch nachweisen können, die da sehr stabil sind offensichtlich. Und es gibt auch Beispiele wie beispielsweise das Nitrat, von dem man ausgehen muss zwischenzeitlich, dass es 200 oder gar 300 Jahre im Grundwasser sich aufhält. Statt Generationen mit chemischen Stoffen zu belasten, wäre es natürlich besser, wenn sie von unseren Kläranlagen problemlos abgebaut werden könnten. Klaus Kümmerer sieht genau hierin die Lösung. Wirkstoffe werden heute ohnehin maßgeblich am Computer designt. Wie in einem Baukasten lassen sich die Moleküle und ihre Eigenschaften kombinieren. Der Chemiker hat diese Tatsache genutzt, um gemeinsam mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum einen Wirkstoff gegen Krebs zu entwickeln, der rückstandsfrei wieder abbaubar ist. Mit Kooperationspartnern entwickelt Klaus Kümmerer schon die nächsten Substanzen, diesmal für die Textilindustrie. Und er hofft, dass auch die Pharma- und Chemieriesen sich endlich zu ihrer Verantwortung bekennen. Das hat viel mit Umdenken auch zu tun. Es ist nur eine wissenschaftliche Frage, eine Frage der Machbarkeit. Die Tools, die Instrumente haben wir eigentlich zum Großteil. Sondern es hat auch was mit Selbstverständnis und Wollen zu tun. Auch wenn bislang keine konkrete Gefahr für Menschen besteht, ist das Grundwasser erst einmal kontaminiert, lässt es sich kaum mehr reinigen. Vorsorge ist deshalb dringend notwendig.
Herr Freitag, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen bei unserer Bodenprobe? Also die Werte, optimale grundwasserschonende Werte. Und ich denke, wir müssen jetzt unbedingt gleich zum Landwirt gehen und ihm das auch zeigen. Mhm. Gut, machen wir. Im mittelfränkischen Winsbach. Hier bewirtschaftet Landwirt Norbert Flachenegger Felder im Wasserschutzgebiet. So läuft es optimal. Wasserversorgung und Landwirtschaft arbeiten eng zusammen. Die Bodenproben sind der Beweis dafür. Norbert Flachenegger düngt so, dass das Grundwasser nicht belastet wird. Auf seinen Feldern gibt es trotzdem viel zu ernten. Nicht nur Mais und Weizen, sondern auch Roggen und Riesenweizengras. Aber Norbert Flachenegger hat auch eine Biogasanlage. Und die funktioniert ebenfalls trinkwasserschonend. Jetzt sind Biogasanlagen ja im Sinne der Energiewende eigentlich eine gute Sache. Aber warum wird denn jetzt das, womit die Biogasanlage gefüllt wird, nämlich zum Beispiel der Mais, zum Problem für unser Trinkwasser? Der Mais ist eine Kultur, die einen hohen Düngenbedarf hat. Und dadurch, dass man eigentlich vor der Saat schon düngen muss, weil man nachher nicht mehr rein kann, besteht die Gefahr, dass zu viele Nährstoffe im Boden sind. Dann ist es oftmals ein Problem, dass die Nährstoffe ausgewaschen werden durch den Niederschlag im Herbst. Mit was füttern Sie denn jetzt trinkwasserfreundlich sozusagen Ihre Biogasanlage? Naja, wir setzen ja schon mal zu einem Großteil nur Festmist ein und den Mais mit 20%, dann Riesenweizengras. Dann haben wir Getreide-Ganzpflanzensilage und auch viel Wiesenaufwuchs. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Riesenweizengras? Naja, das ist halt eine mehrjährige Kultur und kann da wirklich viel besser Wurzeln ausbilden im Boden und dadurch mehr Nährstoffe aufnehmen. Das heißt, da bleibt wirklich gar nichts im Boden an Stickstoff zurück? Das wird nach den Ergebnissen von den Untersuchungen, die wir immer bekommen haben, bleibt eigentlich nichts mehr über, was ins Grundwasser ausgewaschen werden kann. Also eine gute Alternative zum Mais. Ja, und man kann es auch gut in der Biogasanlage einsetzen, also lässt sich gut vergären. Ja, und wie man an Ihrem Beispiel sieht, ist es eben möglich, auch wasserschonend und umweltfreundlich zu wirtschaften. Hier in Wassermungenau hat man es eben geschafft, viele Landwirte davon zu überzeugen, dass das Ganze Sinn macht. Und das zeigt sich jetzt auch in den Werten. Ganz anders dagegen ist es in Niederbayern, genauer gesagt im Landkreis Landshut. Und da hat man nicht nur mit Nitrat ein Problem. Soweit das Auge reicht, nur Felder. Doch unsichtbar im Boden lauert die Gefahr. Ein Pflanzenschutzmittel, das schon 1991 verboten wurde. Es bedroht unser Grundwasser. Warum taucht dieses Pestizid jetzt so massiv auf? Die Mitarbeiter des Wasserwerks Mittlere Vils in Niederbayern stehen vor einem Rätsel. Man ist wie für den Kopf geschlagen. Ich hätte ja nichts gesagt, wenn das so um Bruchteil gestiegen wäre. Aber dieses Plötzliche, im Grunde von 0 auf 100. Wir hatten einen Brunnen von 0 auf Grenzwert. Atrazin heißt das Gift. Früher war es das Standardmittel gegen lästige Unkräuter in Maisfeldern. Auch Wissenschaftler können sich nicht erklären, wieso sein Abbauprodukt Desethylatrazin nun plötzlich solche Probleme macht. Der Zustand ist dramatisch. 90% der Gewässer in Niederbayern sind belastet. Von 4 Brunnen, die das Wasserwerk einmal besaß, lässt sich nur noch einer nutzen. Werden Grenzwerte überschritten, muss eben ein neuer Brunnen her, um das verseuchte Wasser zu mischen. Oder die Schadstoffe werden mit Aktivkohle herausgefiltert. Kostenpunkt 2 Millionen Euro. Wir wollen es eigentlich nicht. Wir wollen unseren Bürgern natürliches Wasser liefern. Wir gehen auf Spurensuche. Die alten Brunnen sind von Feldern umgeben. Und der Boden besteht überwiegend aus durchlässigem Kies. Gelangen so die Pestizide ins Grundwasser? Es scheint, als ob unser Boden nichts vergisst. Weit weg von Maiskulturen in einem Waldstück steht nun ein Versuchsbrunnen. 100 Meter tief ist er. Proben sollen zeigen, ob das Wasser frei von Pflanzenschutzmitteln ist. Die Besonderheit gegenüber den anderen Brunnen ist, dass die ersten 70 Meter abgesperrt sind. Also es kann also seitlich kein, verunreinigtes Wasser eindringen. Wir wollen ja sicher sein, dass das Wasser auch wirklich das ist, was wir uns erhoffen. Werksleiter Bernd König setzt auf den neuen Brunnen. 20 Jahre lang soll er den Menschen hier sauberes Wasser liefern.
Zwei andere niederbayerische Wasserversorger planen, bald die teuren Aktivkohlefilter einzubauen. Immer wieder unter Verdacht die Landwirtschaft. Doch gerade bei Spritzmitteln müssen sich die Bauern an strenge Vorgaben halten. Manche, wie Christian Fuchsgruber, machen sogar mehr als vorgeschrieben. Und das erreiche ich vor allem durch eine weite Fruchtfolge. Das heißt, ich baue momentan vier Früchte an. Das ist Wintergerste, dann Mais, dann Winterweizen und dann Körnerraps. Und durch die weite Fruchtfolge, durch den Wechsel, kann ich quasi den Pflanzenschutzaufwand meiner Meinung nach auch noch mehr reduzieren. Und das wäre mir wichtig. Trotzdem kann Christian Fuchsgruber das Spritzen nicht vermeiden. Aber er kann sicherstellen, dass das Mittel im Boden abgebaut wird und so nicht im Grundwasser ankommt. Seine Methode? Statt zu pflügen, lockert er nur noch die oberen 10 cm auf und arbeitet die Reste der Saat in den Ackerboden ein. Da sieht man deutlich, wir haben oben quasi organische Masse. Das können die Regenwürmer dann nach unten ziehen und wird verrottet. Und wird abgebaut im Boden. Genauso werden im Boden die Pflanzenschutzmittel werden abgebaut, wenn ich das Wasser auf der Fläche halten kann. Zusätzlich hat er beim Mais noch eine Untersaat gepflanzt und freiwillig einen Gewässerrandstreifen, damit die Pestizide bei Erosion nicht sofort ins Fließwasser gelangen. Der Erfolg gibt Christian Fuchsgruber recht. Sein Boden kann die Pestizide halten, das Wasser ist rein. Im Gegensatz zu Ackerböden, die mit dem Pflug bearbeitet werden. Trotzdem ist damit das Problem nicht langfristig gelöst. Wir forschen weiter. Wissenschaftler warnen vor den Spätfolgen von Pestizideinträgen. Martin Elsner vom Helmholtz-Zentrum in München vermutet, dass die Erderwärmung das Problem beschleunigt. Beim Klimawandel würden wir halt erwarten, dass aufgrund der häufigen Extremereignisse, Überschwemmungen, Niederschlagsereignisse, solche Abkürzungen noch viel stärker aktiviert werden, viel häufiger vorkommen und Pflanzenschutzmittel damit tendenziell noch häufiger im Grundwasser gefunden werden. Und was heißt das für die Umwelt? Die Herausforderung besteht eben darin, die Erkenntnisse, die wir aus Laborexperimenten schon haben, die dann auch in die Natur zu übertragen, wo ja Prozesse vorkommen können, die wir jetzt noch gar nicht so auf der Rechnung haben. Heute kämpfen wir gegen das längst verbotene Atrazin. Wie gefährlich neue Pflanzenschutzmittel für unser Wasser sind, weiß niemand genau. Sicher ist nur, die Natur vergisst nichts. Es muss also immer mehr getrickst werden, damit sich die guten Werte unseres Trinkwassers auch in Zukunft sehen lassen können. Doch wo führt das eigentlich alles hin? Ja, da wird Trinkwasser wohl zum Luxusgut werden. Und die Abiturienten des Werner von Siemens Gymnasium in Regensburg, die wollten das jetzt schon mal am eigenen Leib erfahren. Heute ist es soweit. Die Regensburger Jungjournalisten Max, Lea, Edith und Jana wagen einen Selbstversuch. Das Experiment. Max versucht, ein verlängertes Wochenende mit 25 Liter Wasser am Tag auszukommen. Seine Mitschüler kontrollieren ihn dabei, verfolgen ihn mit der Kamera auf Schritt und Tritt. Hey. Hallo. Komm rein. Und Max, glaubst du, es wird eine Herausforderung für dich? Du, ich habe neulich gelesen, dass die in Indien mit 25 Litern Wasser am Tag klarkommen. Und das schaffe ich auch. Der Durchschnittsdeutsche dagegen verbraucht 127 Liter Wasser pro Tag. Ob Max die 72 Stunden schafft? Los geht's. Gerade im Bad wird oft viel zu viel Wasser verschwendet. Etwa, wenn das Wasser einfach so läuft. Danach Frühstück. Schnell sind 5 Liter weg, ohne Dusche und Haare waschen. Die Konsequenz für Max? Er spart mittags einfach beim Nudelwasser. Nun zum Abspülen. Die Gretchenfrage. Mit Maschine oder per Hand? So, dieses Geschirr werde ich jetzt nicht in die Spülmaschine tun. Weil die Spülmaschine verbraucht nämlich viel zu viel Wasser. Deswegen werde ich das Ganze jetzt per Hand waschen. Doch trotz aller Sparmaßnahmen, schon wieder sind 6 Liter weg. Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Jeder Liter Wasser, den Max noch im Laufe des Tages verbraucht, wird penibel genau dokumentiert. Unerbittlich. Ich habe jetzt noch 5 Liter übrig. Fürs Duschen wird das wohl nicht mehr reichen, also muss ich wohl zum Waschlappen greifen. Geschafft. Glückwunsch. Am Tag 2 muss Max Blumen gießen. Bei seiner Morgentoilette hat er erneut 6 Liter Wasser verbraucht. Ob er mit den restlichen 19 Litern auskommt? Ich schaue jetzt, wie viel in die Kanne reinpasst und versuche dann natürlich auch beim Gießen nichts zu verschütten. 4 Liter Wasser für die Pflanzen. Nichts im Vergleich zu Lebensmitteln. In einem Kilo Rindfleisch stecken 15.500 Liter. Das entspricht etwa 120 vollgelaufenen Badewannen. Das nennt sich dann virtueller Wasserverbrauch. Eine Tomate verschlingt bei der Herstellung 141 Liter. Das entspricht einer vollen Badewanne. Und wie kommt Max über die Runden? Es war schwierig, aber machbar. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich nicht mehr duschen konnte. Geschweige denn jetzt auch die nächsten Tage nicht mehr duschen kann, weil es einfach zu viel Wasser verbraucht. Tag 3, der Finaltag. Es geht zu einer Trainingseinheit nach Regensburg. Es ist richtig heiß und Max total genervt. Also ich war jetzt beim Sport, es war echt anstrengend. Jetzt habe ich 2 Probleme. Das eine, ich brauche mein Trikot fürs Spiel morgen, muss es noch waschen. Und das andere ist, ich will jetzt echt gern mal duschen. Tja, Max, das war's dann. Denn duschen bedeutet fast 40 Liter. Sein Trikot wäscht Max dann mit der Hand, um nicht noch mehr Wasser zu verplempern. Trotzdem, das Ziel, mit nur 25 Litern am Tag auszukommen, hat er klar verfehlt. Das Experiment ist jetzt am 3. Tag gescheitert. Das hat mir persönlich insofern was gebracht, weil ich den Wasserverbrauch jetzt viel bewusster wahrnehme und das Wasser auch wirklich zu schätzen weiß. So ein Aufsatz reduziert den Verbrauch. Drückt man den Knopf auf der Seite, kommt bis zu 50% weniger Wasser aus der Leitung. Andere Produkte funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Wie dieser Sparduschkopf. Einfache Tricks, die den Geldbeutel und die Umwelt schonen. Ja, liebe Zuschauer, Wasser sparen brauchen wir wohl nicht, noch nicht. Nur das Wasser von bester Qualität, das wird wohl in den nächsten Jahrzehnten knapper werden. Und wie heißt das so schön? Grundwasser hat ein verdammt langes Gedächtnis. Ja, jetzt aber stopp, jetzt lassen wir uns mal gute fränkische Brotzeit schmecken. Ich habe mitgebracht Biowurst von unseren Biobauern. Das ist ganz wichtig, Bio im Wasserschutzgebiet fördern wir auch. Und was ganz Besonderes, Roggenbrot braucht wenig Dünger. Deshalb grundwasserschonend im Vergleich zum Weizenbrot. Mhm. Ja, dann und Achtung! Das Wichtigste. Das Wichtigste. Leere Gläser. Ja, bei diesem warmen Wetter. Wasser. Ja. Also auf gutes Wasser. Gut auf Trinkwasserschutz. So einfach, gell? Einfach ein Glas Wasser. Und so gut. So, dann legen wir los, oder? Ja. Ja, liebe Zuschauer, alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich wie immer auf unserer Internetseite, bei Facebook, oder Sie registrieren sich einfach für unseren Newsletter. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend im bayerischen Fernsehen. Bis zum nächsten Mal bei Unkraut. Servus. So, was gibt's? Was haben wir da?